Das ist eine klassische Remy-ist-irritiert-Situation. Denn ihr sagt dauernd Maisreife, aber heißt es nicht mittlere Reife? Nein, Remy, Maisreife, eine unserer wichtigsten Traditionen. Bei diesem Fest werden junge Mädchen als Landfrau in die Gesellschaft eingeführt und zelebrieren die altehrwürdigen Rituale ihrer Vorfahrinnen. Und am morgigen Tag ist Tilly dran. Hat jemand gesagt, Tilly ist dran? Wer freut sich am meisten? Tilly ist schon richtig heiß drauf. Das ist meine Schwester. Ist sie nicht cool? Ich war in einen Kokon gehüllt und morgen schlüpfe ich ihm als große Schmetterlingsdame. Mir gefällt dein Enthusiasmus, Tilly, aber das Zeug brauchen wir nicht. Warum nicht? Weil es bei der Maisreife nicht um uns geht. Der ganze Kram lenkt alle nur... Alle nur davon ab, worum es bei dieser Feier wirklich geht. Nämlich darum, die Tradition zu ehren. Komm mit, ich zeige dir, was ich meine. Steht. Steht. Und steht. Lichtabteilung an Kameraabteilung. Adler 1 auf dem Weg. Probelauf kann starten. Was sagst du, Cricket? Adler 1 ist auf dem Weg. Was? Dreh dich um. Adler 1 ist auf dem Weg. Nimm Tilly und Grandma auf. Ich bin doch Adler 1. Nein, du bist Falke 3. Schrei mich nicht so an. Mach ein Foto von ihnen am Pavillon. Hör zu, Tilly. Ich möchte sicherstellen, dass du wirklich begreifst, wie wichtig deine Maisreife für dich ist. Es fängt alles hier an mit den ehrwürdigen Green-Familien-Artefakten, die in dieser Truhe liegen. Sie stammen von deiner Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter, Elisheba Green. Wow, ich kann es kaum erwarten, mich in die Reihe unserer Vorfahrenen einzureihen. Gut, das ist schön zu hören. Und jetzt weiter. Du wirst genau dasselbe traditionelle Maisreife-Kleid tragen, wie auch alle anderen Green-Frauen vor dir. Nun, ich liebe bauschige Kleider. Aber nach langem Grübeln, was ich bei der Zeremonie anziehen soll, fiel meine Wahl auf diesen schicken Trainingsanzug. Oh, ein Trainingsanzug wie schrill. Ich wollte etwas wirklich Auffälliges. Schließlich ist das Fest ja mir zu Ehren. Das stimmt, aber machen wir mit dem nächsten Artefakt weiter, ja? Der zeremonielle Maiskolben. Ihn zu schälen symbolisiert das Heraustreten aus der jugendlichen Schale in die ländliche Gesellschaft. Was für eine schöne Metapher. Oh, aber weißt du, nichts symbolisiert mehr Aufbruch als eine Popcorn-Explosion. Und das Beste ist, danach hat man noch was Leckeres zum Knabbern. Oh, interessant. Popcorn bei einer Maisreife, ist sie verrückt. Und nicht zu vergessen, das Verlesen des kompletten Eides der Green-Frauen. Er enthält Weisheiten vieler Generationen deiner Vorfahrinnen. Eigentlich dachte ich mir, anstatt das Geschriebene nur zu wiederholen, es auf meine Art zu sagen, auf künstlerische Weise. Und wie soll das aussehen? Metamorphose. Ich bin ein Kokon. Tilly, jetzt reicht's mir langsam. Schmetterlinge sind Schick-O-Pack-Käse in meinen Burrito.